Oh, endlich so ein gutes Game. Jetzt komm ich. Alter. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Bei Game Circus. Bei der Nintendo-Woche. Ja. Wir gucken. Bubble Bubble. Oh, bitte nicht. Endlich. Das zweite Spiel der Reihe. Wir hören uns erstmal das Intro an. Bubble Bubble. Bubble Bubble heißt es. Guck mal, 1988. Mit meiner Schwester. Was ist denn Two-Player Continue? Ja, wenn du eins, dann hast du ein Speicherabding. Punkt. Und musst ein Passwort eingeben wahrscheinlich. Check. Mach einfach mal Glück. Das war doch früher so, dass du Passwörter für die Level gekriegt hast. Das ist ja beim Never-Ending Level Game auch. Guck mal, now it's the beginning of a fantastic story. Let us make a journey to the monsters. Okay, mit dem einen kannst du die Monster eindingsen. Und dann werden die zu Früchten. Und das will man natürlich. Man will, dass die Früchte werden. Die Früchtchen. Oh Gott. Okay, zu dem Spiel muss ich sagen, das ist ein bisschen so Kindheitserinnerung ohne Ende. Das war eins, glaube ich, eins der allerersten Spiele, die ich damals mit meiner Schwester. Ich kann nur springen und. Nur springen und blasen. Und genau. Blasen. Bisschen wie eine schlechte Nutte. Ich wusste gar nicht, dass die so gut springen können, die. Ist das hier? Oh nee. Weiß ich dann, bis sie außer Puste ist. Das war eine gute Vorlage. Ich muss noch näher ranrutschen. That's what she said. Oh nee. Woran sehe ich, ob der mich getroffen hat oder ist dann eh schon wenn alles. Wenn du so, dann drehst dich wie in so komischen. Und, aber ich habe weiterhin Leben oder wie? Oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich habe viel weniger Punkte. Boah, auf jeden krass. Fall wieder wie du. Das Spiel kenne ich noch aus meiner Kindheit, wie gesagt. Und du frisch halt gierig rein wie im echten Leben. Hey. Ja, doch gut, die Musik einfach so. Ah, da unten sind schon unsere Lebenszahl, oder? 2? Ja. Kann gut sein. Du musst alle einfach. Nein! Und mich hat einer erwischt. Ja, stimmt, jetzt hast du noch ein Leben. Überleg mal, wie krank das Spiel muss sein, was das ist. Man hat da nur noch ein Leben. Wie ein echtes Leben. Da oben ist noch so ein Wichser. Wo denn? Hier. Jetzt ist er weg. Doch nicht? Was ist das? Hä? The hell? Ah, da ist die Tomate. Das ist eine Tomate. Keine Ahnung. Jetzt ist das Apfelbeurteilung. Ah, man kann übrigens auf den, ja? Und auf diesen Blasen kann man so draufspringen. Wie kriege ich sie aus den Blasen raus? Gar nicht, gell? Doch drauf. Achso, stimmt. Normalerweise springt man drauf. Oh, cool. Was ist passiert? Ich weiß nicht, irgend so ein Ding kam durch. Und hat gemacht. Get the fruit. Das ist die Aufgabe. Es gibt 99 Level. Was? Ja. Du schießt einfach nur Blasen rum die ganze Zeit. Ich versuche das irgendwie noch zu koordinieren, aber das funktioniert gar nicht. Ach so, Blasen, wo Wasser drin ist, gibt's auch. Oh ja, alles mit dem, da wo Wasser drin ist, die machen so eine Flutwelle oder so ein... Does not make sense, does it? Does it? Lalalala. 99 Level, die Musik. Habt ihr das geschafft? Bin ich bereit? Durchgeschafft dann? Nee, noch nie. Echt nicht? Weil du gesagt hast, du hast es immer gespielt? Ja, wir haben es immer gespielt. Aber ich durfte natürlich auch nicht so lange spielen damals. Ätzend. Ist ja nicht so wie die Kinder heutzutage, die irgendwie 8 Stunden hintereinander spielen dürfen. Müssen. Müssen. Naja, nachher werden die Gegner auch heftiger. Aber einfach, wenn man ein bisschen strategisch gemeinsam spielt, dann ist es eigentlich kein schweres Spiel. Aber es macht halt Spock. Spock. Schnell, hol dir die Bell Pepper. Oder was war das? Oh, jetzt guck, es gibt hier so coole. Die kommen jetzt hier runter und dann mache ich so. Mich hat einer erwischt, ich kotz. Aber ich habe irgendwie ein Leben bekommen. Du hast auch ein Leben bekommen. Nee, geil. Eins habe ich noch. Ja. Das war, mich hat einmal einer erwischt, also hat sich ja dich wohl nicht richtig erwischt, oder was weiß ich. Vielleicht, ja. Kriegt man bei 5000 ein Leben vielleicht? Nee. Ja, du hast ja schon 50.000. Ja, ich meine ja 50.000. Weil ein Leben hatte ich vorhin bekommen.
Ja, das kann sein, dass die Böffel. Dann lass mich mal ein paar Sachen einsammeln. Oh, dieser blaue, der blaue Ball, bei dem muss ich aufpassen. Echt? Der Schieß, ja. Also, das ist aufpassen. Der muss halt einfach. Na, 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 na. Was soll da kommen? Oh, krass, wie viel Rubine oder was auch immer das war. Da kann man da kommen. Ja, gut, das ist mich, wie es gesagt hast, einsammeln lasch. Du hast doch zwei Leben, ist alles gut. Hä? Warum habe ich eins gekriegt? Ich hatte eben eins. Was ich weiß das? Nicht, aber jetzt muss ich aufpassen, die haben die hässlichsten Pattern. Oh, natürlich erwischt mich das eine Drecksvieh. Ich hab. Oh nee, ich hab null. Ich schätze, darf ich nicht sterben. Please don't die. Hä, warum geht es nicht mehr mit dem, dass man. Damals, man konnte so auf die. Ah, man kann auf die Blasen springen, ich wusste es doch. Und das ist jetzt. Oh Gott, jetzt kommen die hässlichen Affen wieder, ey. Guck dir das an, wie es abgeht. Das ist übrigens auch von dem Level her so, dass du runtergehen kannst. Und dann. Dann kommst du oben raus, ja, dann kommst du oben raus, genau. Ich dachte immer, man darf nicht runterfallen. Okay. Doch, man darf runterfallen, weil dann kommt man oben wieder raus. So kriegt man noch einige Sachen. Zum Beispiel diesen Time-Bonus hier oder was auch immer das ist. Der ist gut hingefallen, oder? Guck mal, den kann man super holen. Ja, da drüben liegt auch so ein D, das kann ich auch nicht holen. Das liegt da schon eine Weile. Also ich weiß nicht, was das sein soll. Weil es gibt ja keine Zeit. Warum sollte man einen Time-Bonus bekommen, wenn es keine Zeit gibt? Ich finde viel geiler. Boah, wow, da ist wieder einer frei. Alter. Oh Gott. Der geht da so ekelhaft ab. Oh nee, der geht ja übel eklig ab. Wow. Oh, zum Glück stirbt man, wenn man unten durchfällt. Hurry. Er hat mich fast gehabt. Ah, genau. Wenn man nicht alle schafft, dann kommt so ein super Gegner am Schluss. Ja. Muss man übel, also ich habe gerade ein Leben verloren. Ich habe nur noch eins. Hä? Okay, aber wir haben ihn gekriegt, oder? Er ist weg. Was ist dieses D? Das ist Vitamin D. Oh, ein Herz. Guck mal, ist das schön, oder was? Ja, ich kann das D nicht holen. Oh! Oh, nee, jetzt habe ich dumm versucht, das D zu holen, dass der Typ mich erwischt hat. Fuck. Jetzt habe ich auch null. Okay, komm, wir müssen irgendwie ein Leben kriegen. Da oben ist so ein Schirm. Was macht der? Ah! Okay. Der Schirm. Wow. Ist es. Bringt dich für einige Level vorwärts. Das war vielleicht gar nicht schlecht. Boah, guck mal, wie schwierig es wird dann. Oh nein. Tot. Ich bin tot. Und ich kann nicht zurück. Nein! Warum bin ich immer früher tot als du? What the fuck? Warum habe ich immer weniger Punkte? Ich spiele einfach riskanter als du, habe ich das Gefühl. Ja. Wow, jetzt war es ultra knapp. What? Du hast echt doppelt so viele Punkte fast. Wow. Ich glaube, ich ein Kristall. Vielleicht kriegt er was. Versuche ihn noch zu kriegen. Schnell! Super. Wann komme ich wieder ins Spiel? Hoffentlich nie wieder. Ja. Du Schwein. Deine hässlichen Eingeweide, Alter. Dann nimm den Blitz, nimm den Blitz, nimm den Blitz, nimm den Blitz. Wie? Indem man ihn nimmt. Indem man einfach reinläuft, wie jeder Gegenstand. Ja, ich bin doch dagegen gelaufen. Gegen den scheiß Blitz. Also, und das Passwort ist Abai. Was? Abai ist das Passwort. Ah, guck mal. Also ganz ihr. Wir können ab Level 19 weitermachen, cool. Ja. Nur wenn man neu startet, braucht man es wahrscheinlich. Richtig. Ja. Aber Junge, ich habe diese Drecksscheiße. Was, du verfickte Scheiße. Ich bin gegen den Blitz gelaufen und es ist nichts passiert. Doch, bei mir ist ja was passiert gerade. Der Blitz ist so weggeflogen. Ja, genau. Ich verliere jetzt schon alle meine Leben, das ist super. Und ich bin noch nicht mal einen Zentimeter gelaufen. Ich finde es total schwierig, aus so Löchern wieder rauszukommen, wenn man auf die Blasen hopsen muss. Ah, man kann da mehrfach drauf hopsen. Nein! Scheiße! Ist noch einer da? Einer flitzt noch. Alter. Was bringt der Blitz? Ich glaube, der geht so durch die komplette, durch das komplette Level durch. An die kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Null Leben. Ich auch übrigens. Okay, komm. Aber wir haben das Problem ist auch, wir haben die ganzen guten Punkte verloren. Ja, jetzt wollte ich gerade das Bonbon. Ich bin raus. Jetzt schon. Was heißt jetzt schon? Verdammt. Guck mal. Wie schwierig ist es eigentlich? Ja, genau. So.
Abai. Was hat die Zeit? Haben wir noch eine Runde? Ja. Nice Stein. So. Jetzt machen wir die Sucker fertig, würde ich sagen. Don't sucker my cock. Jawohl, Martini. Endlich. Martini? Oh, nee, das sah geil. So aus wie Martini. What? Oh, oh. What the fuck? Oh nein, ich wurde einmal erwischt. Von dem Ekelviech. Ich hasse es halt. Gott, verschissener Scheiß. Ich lasse die Blatt. Haschen? Jawohl. Sweet. Sweetenstein. Woo, 21. Oh, Level 1. Weißt du genau, dass es 99 gibt, oder? Ja, ich weiß genau, dass es 99 gibt. Wie kriegt man die? Keinen Plan. Ah, die müssen da oben raus. Jetzt war ich kurz davor, diese Dreckstruhe zu nehmen. Ja. Und die Arschgeige holt sie sich. Was heißt Arschgeige? Man nannte ihn Arschgeige. Nee, ich nein, schon wieder besser, null. Ich habe auch gerade mich jetzt. Ich habe auch schon wieder null Punkte. Wie kann das sein? Die sind da hat man immer nur ein Leben. Das ist unfassbar. Also immer nur zwei Leben. Das ist total bescheuert. Wow, krass. Ich habe den Riesendiamantkack gesehen, den ich bekommen habe. Nee. Hat wohl gut Punkte gebracht, ne? 25.000 habe ich jetzt, ja? Ich bin der Punkte-Hunter. Ja. Wie die Gaijin-Hunters. Gaijin-Hunter! Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Alter, wie komme ich hier raus? Keine Ahnung. Gar nicht? Ja, du doch, du musst wahrscheinlich auf die Blase drauf, oder? Und dann oben raus. Aha, das kann sein. Nee. Ah, doch. Genau so. Das klappt nicht immer, gell, dass man drauf springt. Kann man immer zerplatzt die auch mal. Ja, man, muss sich, man darf sie nicht vorher berühren. Und genau oben drauf halt. Dann. Ey, wie schwer ah, das. Sweet. Man kann aber keine Blasen nach oben schießen, gell. Ah, super. Ja. Nee. Ja. Ich bin tot. Wie machst du das? Ganz tot. Was mache ich? Wie mache ich das? Nach oben schießen. Schieß gar nicht nach oben. Ja, offensichtlich schieße ich nach oben. Hä, Alter, ich springe und dann? Ja, und dann. Ach so. Die Blase driftet dann logischerweise. Ja, ich war gerade verwirrt, weil wie man die Blatt machen soll. Bist du dumm, Alter? Wie ein dummer Kind. Ja, das war echt so, dumm. So, guck. Ah, verdammt. Ich habe auch nur Leben, also das heißt, wird wahrscheinlich relativ schnell gehen, vor allem wenn diese so ekelhafte Pattern fliegen. Oh Gott, ein Rubin! Und ich finde es auch ein ekelhaftes Spiel, muss ich sagen. Leben bekommen. Aber irgendwie ist es witzig. Also die Viecher sehen zumindest süß aus. Was für ein... Genau. Die Musik ist cool, oder? Mit jedem Ton stirbt eine Gehirnzelle. So, wenn du tot bist, würde ich sagen, war es das für die Folge, weil echt? Wir haben 13 Minuten und ein bisschen wirst du ja vielleicht noch überleben. Guck mal, ich hab einen Bonbon, ich weiß nicht, was man Bonbon kriegt. Ein Leben? Mhm. Hä? Ja, das hat super, ja gut geklappt. Ey. Ja, vor allem, wenn die verkackten Scheißblasen. Tausend Punkte. Ich finde immer, die Null sieht aus wie ein P. Ein P, P, P. Versteht das? Wie soll ich da hochkommen? Muss vielleicht warten, bis die einfach die Blasen... Oh, ne. Ja, siehst du euch die Blasen eben irgendwie nach oben? Probier das doch mal, wenn du nach oben hoppst und dann drückst. Ja, siehst du? Guck mal, kannst du auch so schnell schießen. So. Echt? Hast du das nicht gewusst? Oh Gott. Boah, die werden übel aggro. Versuch mal, mehr nach oben zu schießen. Jetzt oh nein, ist er jetzt da. Kommt der Killer. Den kann man nicht fangen. Ja, super. Ich verstehe nicht, wie man da hochkommen soll. Ah. Nein! Ah! Gott. So, nächstes Mal bei Game Circus. Noch mehr alte Spiele. Ja, schade. Aber wir haben es immerhin zu Level 24 geschafft. Fordert uns doch heraus. Sag ich dann nur. Wir kommen zu euch zu Besuch. Besorgt Pizza und Bier. Und eine NES.